Heute habe ich einen tollen Tipp für dich, wie du dich vor UV-Strahlung schützen kannst, indem du natürliches Öl verwendest und auf chemische Substanzen verzichtest. Weil der chemische UV-Filter in der Sonnencreme kann nach 24 Stunden schon im Blut nachgewiesen werden. Und Sonnencreme enthält leider oft viele krebserregende Stoffe, deswegen würde ich dir davon abraten. Es gibt jede Menge natürliche Öle, zum Beispiel Himbeersamenöl hat einen UV-Schutzfaktor von 40 und Karottensamenöl sogar von 30, was dich wirklich rund um den ganzen Tag schützt. Du brauchst einfach nur einen Tropfen auf die Hand zu machen. Übrigens Sesamöl und Sesamöl hat, glaube ich, 25 UV-Schutzfaktor und Kokosöl immerhin noch 8. Also selbst wenn du dich mit natürlichem Kokosöl einreibst, verwöhnst du deine Haut, schenkst ihr Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit und hast einfach ein natürliches Pflegemittel. Ich nehme jetzt hier einen Tropfen von dem Karottensamenöl, verreibe das in meinen Händen und trage es mir auf die Haut auf. Das kann ich am ganzen Körper machen und so bin ich gut geschützt, weil ein UV-Filter von 30, der hält schon eine Zeit und du hast wirklich einen natürlichen Schutz und brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass Chemie in deinen Körper gelangt. Ich hoffe, dir hat der Tipp gefallen. Das Öl verlinke ich dir unter dem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ansonsten sage ich Tschüss.